So, die Aufzeichnung läuft. Ich darf Sie nochmal wieder für heute begrüßen. Zum letzten Kapitel der FOP. Sie sehen, ist auch noch ein bisschen länglich. Wir werden ein paar Termine dran zu knabbern haben. Ich hatte ja schon am Anfang gesagt, die Reihenfolge der Kapitel, die Reihenfolge der Themen richtet sich nach den Erfordernissen des Übungsbetriebes, dass Sie zunächst einmal sehen, was ist überhaupt ein Unterrichtsentwurf. Alles, was dazu zu sagen ist, ist Kapitel 1. Für das erste Thema, für das Sie einen Unterrichtsentwurf zu gestalten haben, Informatik und Gesellschaft, war dann Kapitel 02. Für das zweite Thema, Kapitel 03, das haben wir jetzt auch beendet. Jetzt kommen wir noch zu ein paar Themen, die nicht relevant, natürlich relevant für die mündliche Prüfung sind, aber nicht relevant mehr, nicht direkt relevant für den Übungsbetrieb. Deshalb sind Sie alle hier zusammengefasst in diesem Kapitel. Wir werden ein paar Doppelungen haben im Kapitel 1. Ein paar Sachen nochmal aus dem anderen Blickwinkel von anderen Autoren und Autorinnen nochmal gesehen. Und wir werden auch vielleicht auch hier drin so ein paar Doppelungen haben. Das sollte jetzt aber kein Problem sein. Es wird sich sicherlich in Grenzen halten. So, dann schauen wir mal. Erstmal vorneweg. Diesen Disclaimer hatte ich schon anderswo bei anderen Foliensätzen. Also, ich übernehme vieles wörtlich, vielleicht nicht die allermeisten Textpassagen, aber wörtlich oder leicht adaptiert schon sehr vieles. Habe aber jetzt an der Stelle darauf verzichtet, überall exakt zu zitieren, sehe ich jetzt nicht als problematisch an, weil die Abschnitte, die ich immer jeweils benenne, sind kurz genug, dass man leicht dann die exakt zitierten oder leicht adaptierten Passagen da finden kann. Und ich denke, in einem Werk, das jetzt nicht den Anspruch hat, diese Foliensatz ist, also ein solcher Foliensatz hat ja nicht den Anspruch, originär zu sein, sondern hat den Anspruch, eine Aufgabe zu erfüllen, eine Vermittlungsaufgabe zu erfüllen. Da sehe ich das durchaus als gerechtfertigt an, das so handzuhaben. So, und deshalb eben kein Anspruch auf geistiges Eigentum. Natürlich das Gesamtkonzept dieses Foliensatzes und der ganzen Vorlesung ist mein geistiges Eigentum und diese Adaptionen sind auch mein geistiges Eigentum. Aber da werde ich jetzt auch, das werde ich natürlich auch nicht so penibel verfolgen. So, leider muss ich sagen, das hat uns ja schon mehrfach begegnet an verschiedenen Stellen, dass vieles, was ich gefunden habe, für mich zumindest und ich vermute auch für andere Leser und Leserinnen, nicht so richtig ganz hundertprozentig klar ist, dass es missverständlich ist. Und daher bleibt mir nichts anderes übrig, wenn ich diese Themen tatsächlich bringen will, dass ich sie interpretieren muss, dass ich mein Verständnis hier rüberbringen muss. Wenn Sie in die Originalbuchabschnitte schauen, dann kann es sein, dass Sie dasselbe Verständnis gewinnen oder es kann auch sein, dass Sie ein anderes Verständnis gewinnen. So, gehen wir durch. Wir fangen an mit dem ersten Abschnitt. Das Buch in der Liste in Moodle vom Herrn Hupfieser im Kapitel B2. Also Sie sehen, wir fangen jetzt ganz, ganz allgemein an. Wir lösen uns mal ganz kurz nochmal von der Informatik speziell und stellen uns die Frage, wozu Schule überhaupt allgemein da sein sollte. Als Ausgangspunkt natürlich, um weitere Überlegungen zu erstellen, wenn wir wissen, wofür Schule allgemein da ist, wofür ist dann Informatikunterricht gut überhaupt und was soll in den Informatikunterricht rein? So, also Allgemeinbildung, ja, ist natürlich ein sehr unterspezifizierter Begriff wieder. Was heißt das? Manche Leute sagen, nur das aus den geistesgesellschaftlichen, sprachwissenschaftlichen Bereichen ist Allgemeinbildung. Aus den Naturwissenschaften, Keplers Planetengesetze und Newtons Gesetze und Mendels Genetikgesetze und so weiter und so fort sind keine Allgemeinbildung. Dieser Standpunkt wird tatsächlich vertreten. Andere haben wieder genau umgekehrten Standpunkt, dass sie sagen, sozusagen die harten Facts. Das ist die wichtige Allgemeinbildung. Also auch zum Beispiel, wenn Sie es fokussieren auf die Frage, welche schöne Literatur sollte man gelesen haben? Kann man allgemein gebildet sein als Mensch im deutschen Kulturraum, ohne Goethe gelesen zu haben? Eine Frage, die man durchaus diskutieren kann.
So allgemeine Berufsvorbereitung natürlich, was natürlich ein bisschen schwierig ist, ein Spagat ist nicht. Auf der einen Seite ist Berufsvorbereitung eigentlich etwas Spezifisches. Man wird ja dann einen Beruf erlernen, oder vielleicht zwei, aber die Zielsetzung ist sozusagen möglichst viel anschlussfähige Kompetenz zu erwerben für möglichst breite Berufe, natürlich im Gymnasium insbesondere. Anschlussfähig in Richtung akademische Berufe, in beruflichen Schulen, insbesondere anschlussfähig in die entsprechenden Ausbildungsberufe. Studienvorbereitung dann natürlich auch, was natürlich bei den beruflichen Schulen jetzt weniger zum Tragen kommt, obwohl es ja durchaus auch Leute gibt, die erst eine Ausbildung machen und dann weiter studieren. Inwieweit man darauf schon eingehen sollte in der dualen Ausbildung, ist natürlich eine andere Frage, wahrscheinlich eher nicht. So, ein beispielhaft habe ich auch wieder vom Herrn Hubwieser entlehnt. Selbstständigen Unternehmen eigenverantwortlichen Handeln ermächtigen. Im Rahmen von Informatik ist es natürlich einerseits die Fähigkeit, selbstständig ja, Software zu entwickeln oder sonst wie im Bereich Informatik zu arbeiten und auf der anderen Seite natürlich auch das, was Informatik und Gesellschaft so beinhaltet, nicht? Also ethische Fragen, natürlich auch die juristische Seite zu berücksichtigen, nicht mit dem Recht in Konflikt zu kommen. Den Schülern das überlieferte und bewährte Bildungsgut, das ist natürlich bei Informatik deutlich weniger als bei älteren Disziplinen von überliefert und ja, bewährt natürlich schon, aber überliefert kann da noch nicht so richtig die Rede sein. Überspringen wir das vielleicht mal so ein bisschen mit Neuem vertraut. Das ist sicherlich in der Informatik besonders so, dass die Schülerinnen und Schüler mit einer völlig neuen Welt, mit einer völlig neuen Art des Denkens konfrontiert werden, die sie so im Alltag nicht wiederfinden, es sei denn, sie haben schon selber irgendwas in Richtung gemacht, dass sie da am Smartphone oder am Desktop oder sonst wie da rumgespielt haben. Und noch die vertiefte allgemeine Bildung, speziell zum Gymnasium. Gut, das Wort vertieft ist natürlich auch wieder sehr, sehr interpretationsbedürftig. Ich möchte hier einen anderen Ansatz nennen. Also in diesem Ansatz finden Sie 7 Kriterien dafür, also schon, wie Sie sehen, ein bisschen präziser, ein bisschen mehr operationalisierbar, aber ein bisschen mehr umsetzbar. 7 Kriterien dafür, ob jetzt ein bestimmter Inhalt in einem bestimmten Fach allgemeinbildend ist oder nicht. Ja, eben bei Herrn Hubwieser hatten wir nur Allgemeinbildung, also aus dem bayerischen Gesetz heraus, Allgemeinbildung bzw. Gymnasium vertiefte Allgemeinbildung. Und hier ist jetzt die Anschlussfrage, ein Ansatz für die Anschlussfrage, was ist denn eigentlich Allgemeinbildung? Und da gehen wir so ein paar Punkte durch. Vorbereitung auf zukünftige Lebenssituationen, was man natürlich auch Qualifikationen nennen kann. Natürlich vor allem in allgemeinbildenden Schulen jetzt nicht für sehr spezifische Situationen, sondern für sehr weit verbreitete, sehr, sehr häufig vorkommende universelle Situationen. Denken Sie beispielsweise an das Thema Recherchieren von Informationen. Das ist sicherlich weit verbreitet und universell. Ein anderes Thema wie, weiß ich nicht, bei einem bestimmten Kfz-Typ die Glühbirne wechseln, ist sicherlich keine weit verbreitete universelle Lebenssituation. Glühbirne wechseln im Kfz vielleicht schon, aber jetzt für ein bestimmtes Fabrikat nicht unbedingt. Auch nicht für spezielle Berufe. Darauf geht das natürlich vor allem hinaus. Das ist sicherlich nochmal ein anderer Punkt. Da kann man sich zum Beispiel die Frage stellen, in vielen, vielen Ländern, ja, gut, so, also in einigen Ländern, sollte ich besser sagen, oder in den USA ist es durchaus nicht unüblich, dass man im Rahmen der Schule auch Führerschein, Kfz-Führerschein machen kann. Kann man sich jetzt die Frage stellen oder sagen, naja, das wird auch sowieso von den Heranwachsenden anderweitig erworben, was jetzt nicht unbedingt stimmt. Es gibt viele Heranwachsende, die keinen Führerschein machen.
Das wäre so ein Grenzfall, wo man sich die Frage stellen kann, ob es darunter fällt oder ob es nicht darunter fällt. Andere Sachen wie Fahrradfahren lernen, kann man sich auch die Frage stellen, ob das so ein Grenzfall ist. Früher hätte man sicherlich eher gesagt, ach, die Kinder lernen sowieso alle Fahrrad. Heute vielleicht weniger. Umgang mit dem Smartphone ist aber vielleicht, also technischer Umgang meine ich jetzt nicht inhaltlicher. Technischer Umgang mit dem Smartphone ist heutzutage vielleicht etwas, was sowieso von den Heranwachsenden anderweitig erworben wird. So, nächster Punkt, Stiftung kulturelle Kohärenz. Also gehen wir nochmal zurück. Hier sehen Sie, wir hatten eben den ersten Punkt, jetzt den zweiten Punkt, Stiftung kultureller Kohärenz. Damit muss ich gestehen, tue ich mich auch ein bisschen schwer, insbesondere beim Thema Informatik, also Themen wie beispielsweise Geschichte und Deutsch, aber etwa auch Mathematik, könnte ich mir eher was unter kultureller Kohärenz überhaupt vorstellen, als beispielsweise Informatik. Aber vielleicht kommt das ja noch, dass man, wenn man ganz normal miteinander redet, dass man als Gesprächsbasis auch für Themen, die gar nichts mit Informatik zu tun hat, doch das kulturelle Hintergrund, die kulturellen Hintergrundkompetenzen aus der Informatik da einfließen lassen kann, dass man beispielsweise Metaphern, Analogien aus der Informatik hernimmt, überträgt auf andere Bereiche. Wie ich vorhin hatte, noch bei der vorhergehenden Aufzeichnung, Schleifen als Analogie für Hänsel und Gretel versuchen, wieder zurück nach Hause zu finden. Sich als Teil der Kultur oder vielleicht auch Pluralkulturen verstehen und erleben, wie gesagt, also ja gut, ich meine, man kann sich natürlich dann auch als eine weltumspannende Kultur der Informatik verstehen, die nicht jetzt auf eine bestimmte oder Kultur, einen bestimmten Kulturkreis eingeschränkt ist. Mindestens eine eigene Kultur erkennen, ja, das Informatik ist so englisch basiert, wo Sie ja bloß die Schlüsselwörter in Programmiersprachen ansehen, dass die Frage ist, wie viel verbindest in der eigenen Kultur Informatik zu finden ist, weil ich meine, Informatik ist ja schon sehr kulturunspezifisch. Das Andersartige anderer Kulturen als im Prinzip gleichberechtigt anerkennen, da könnte vielleicht Informatik eben als, wenn man so will, Weltsprache einen Beitrag dazu leisten, wie auch Englisch, wie früher Französisch und noch früher Latein. Könnte man daran denken, dass auch Informatik so etwas wie eine Weltsprache mitprägen kann, vorausgesetzt natürlich, dass die Schülerinnen und Schüler überall auf der Welt dann auch entsprechend diese Kultur der Informatik kennenlernen. So, wann gehört etwas zur Allgemeinbildung? Allgemeine Erkenntnis oder Einsicht? Also immer das Wort allgemein natürlich dabei. Über sich hinausweisende Merkmale. Ja, denken Sie beispielsweise an, woran könnte man jetzt bei der Informatik denken? Naja, zum Beispiel grafische Benutzerschnittstellen oder ähnliches sind sicherlich über sich hinausweisend. Oder denken Sie überhaupt Algorithmen? Denken Sie überhaupt Algorithmen? Moment. Denken Sie überhaupt Algorithmen? Warum lernen Sie einzelne Algorithmen wie Sortieralgorithmen? Natürlich nicht mit der Zielsetzung, dass Sie Sortieralgorithmen später implementieren, sondern dass Sie eben daran das Allgemeine von Algorithmen erfassen, was ja auch dann über die Informatik hinausgeht. Algorithmen ist ja kein Thema, was in der Informatik sozusagen eingekapselt ist, sondern weist ja auch darüber in vielfältiger Form hinaus. Sie haben ja auch Hänsel und Gretel wieder, der Algorithmus zurückfinden zum Haus. Das ist ja gut, das ist jetzt ein banales Beispiel, aber im technischen Bereich haben Sie, wenn man so will, auch Algorithmen. Denken Sie an Instruktionen, oder bei Möbeln, Aufbauinstruktionen sind, wenn man so will, auch Algorithmen. Relativ einfache, weil es zwar vielleicht Fallunterscheidungen geben kann, aber jetzt nicht, ja, Schleifen gibt es auch, wenn Sie verschiedene Werkstücke derselben Art haben. Ne? Wenn man so will, kann man das auch als Schleife auffassen. Oh, jetzt waren wir bei Allgemeinbildung, jetzt ganz konkret Informatik. Vorbereitung auf Lebenssituationen ist sicherlich bei Informatik ein besonders wichtiges Thema. Also
Sie hat sicherlich mehr Gewicht im Verhältnis zu anderen Kriterien in der Informatik als bei anderen. Und Automatisierung geistiger Tätigkeit, siehe ChatGPT, gerade aktuell, wie weit extrem wir gekommen sind, das war damals, als dieser Begriff hier geprägt worden ist, 1994 natürlich bei weitem noch nicht so weit. Da hat man eher an geistige Tätigkeiten gedacht, wie Rechnen und dann natürlich auch Schachspielen. Das war gerade so die Zeit, wo so nach und nach die Schachprogramme stärker geworden sind als die Weltmeister. Und ja, und das ist natürlich etwas, was mit unseren Lebenssituationen zu tun hat. Grenzen der Automatisierbarkeit, da sehen Sie in der Fachwissenschaft ein bisschen was dazu. Sie sollten in der Fachwissenschaft gesehen haben oder noch sehen werden, in den Pflichtfächern bei uns, dass nicht alle Problemstellungen, nicht für alle algorithmischen Problemstellungen, die man so formulieren kann, kann man auch Algorithmen angeben in voller Allgemeinheit, zum Beispiel Berechenbarkeitsproblem. Sie können definitiv keinen Algorithmus entwickeln, der für alle Algorithmen der Welt ganz sicher präzise bestimmt, ob dieser Algorithmus für jede An Eingabe terminiert oder nicht für einzelne Eingaben in der Endlosschleife kommt. Oder zweite Grenze der Automatisierbarkeit, Komplexitätstheorie. Das haben Sie, sollten Sie nach AOD gesehen haben. Stichwort NP schwer, NP vollständig. Dass es Problemstellungen gibt, für die man mit Sicherheit keine effizienten, keine schnellen Algorithmen finden kann. Auseinandersetzung mit komplexen Denksystemen. Informatiksysteme haben ihre eigene Komplexität. Denken Sie nur an die Komplexität der Abläufe. So etwas wie Schleifen, die auf der einen Seite immer dasselbe machen, aber auf der anderen Seite einem Ziel zu streben, das werden Sie anderswo nicht so üblicherweise in der Form haben, höchstens punktuell mal. Ja, Schleifen beispielsweise, Ampelsteuerung ist auch eine Schleife, aber nicht auf ein Ziel hin, sondern eine Endlosschleife, die immer und immer wieder dasselbe macht. Ja, also Rekursion ist ein anderes Beispiel. Also diese Art von Komplexität finden Sie anderswo nicht so unbedingt. Vorbereitung auf Lebenssituation heißt natürlich auch Vorbereitung auf verschiedene Rollen. Sie werden vielleicht nicht selber mit Softwareentwicklung zu tun haben. Gut, diese Lehrveranstaltung wird vor allem besucht von Studierenden, die später in die Schulen gehen wollen als Lehrkräfte. Vielleicht kommen Sie dann weiter, dann in Schulleitungspositionen oder ins Schulamt, ins Ministerium, um da Mitentscheidungen zu treffen, beispielsweise über Curricula in Informatik, aber ansonsten Entscheider natürlich in der gesamten softwarebasierten Industrie. Im Prinzip ist ja alle Industrie inzwischen und die ganze Wirtschaft sehr stark softwarebasiert. Da werden Sie als Entscheider, Entscheiderin natürlich immer auch Informatikkenntnisse gut gebrauchen können. Planer, praktisch, logischerweise ähnlich. Entwickler, Softwareentwickler dann auf diese Lebenssituation, die viel mehr Menschen umfasst als nur die, die Informatik studieren. Viele, viele Leute werden ja fortgebildet. Steigen beruflich um von anderen beruflichen Richtungen in Richtung Softwareentwicklung. Das heißt also, diese Lebenssituation ist durchaus breiter als nur in Absolventen, Absolventinnen von Informatikstudiengängen und ähnlichem. Administration natürlich, vor allem Softwareadministration und die großen Gruppen von Nutzern und Nutzerinnen natürlich. Das ist natürlich die mit Abstand größte Gruppe. Theoretisch brauchen Sie keine Kenntnisse in Informatik, wenn Sie IT nutzen. Aber Sie wissen ja selber, in dem Moment, wenn etwas schief geht, wenn alles nicht so läuft, wie es eigentlich sollte, oder wenn Sie rausfinden müssen, wie das eigentlich jetzt überhaupt gedacht ist, wie Sie das Smartphone jetzt ausschalten können, weil es keine Beschreibung mehr gibt, wo Sie es dann selber
ausprobieren müssen, welche Kombination von Knöpfen Sie wie gedrückt halten müssen und wie lange gedrückt halten müssen, damit das Smartphone endlich ausschaltet. Ja, gut, das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber bei anderen Beispielen, wenn Sie plötzlich in einem Modus drin sind in Ihrem Smartphone, den Sie noch nie gesehen haben, dann hilft Ihnen das sicherlich, so Grundkompetenzen, die Sie in Informatik erwerben, sehr viel weiter. Und die Betroffenen natürlich dann auch, nicht nur die Nutzer, Nutzerinnen, sondern diejenigen, die dann auch von IT betroffen sind, ohne selber die IT zu nutzen. Denken Sie etwa an Behördensachen oder Kunden, also Sie als Kunden oder Kundin eines Unternehmens. So, Stiftung Kulturelle Kohärenz, diesen Punkt hatten wir eben schon mal. Vereinheitlichung der beim Umgang mit Informatiksystemen verwendeten Fachsprache. Das heißt also, hier diese Antwort auf die Frage, was Stiftung kultureller Kohärenz eigentlich ist, das ist relativ bescheiden. Es geht gar nicht um die große Kultur, um den deutschen Kulturkreis, eingebettet in die Gemeinschaft aller Kulturkreise, sondern es geht hier bei dieser Antwort offensichtlich eher nur um sozusagen die Fachkultur der Informatik. Oder nicht nur Informatik als Wissenschaft, sondern alles drumherum. Aufbau eines Weltbildes, ja, gut, da, gut, natürlich trägt Informatik jetzt nur bedingt bei zum Aufbau eines Weltbildes, vielleicht schon so ein bisschen, aber ein bisschen Vorstellung davon, was kognitive Prozesse so sein könnten. Aber ich glaube, dieser Punkt ist bei Informatik relativ weniger wichtig. Es sei denn, Sie finden noch eine Möglichkeit, dass dieser Punkt wichtig ist, würde ich mich freuen, wenn Sie mir davon berichten können. So, Stärkung des Schüler-Ichs war eines der Kriterien. Das ist natürlich schon eine sehr interessante, wichtige Sache, wo man sagen muss, frühere Schulen mit Prügelstrafe und Ähnlichem waren wohl eher auf eine Schwächung des Schüler-Ichs und eher auf eine Stärkung des Schülergehorsams aus. Das ist natürlich nicht mehr unser Leitbild. Heutzutage die Prügelstrafe in Schulen ist, soweit ich weiß, seit ungefähr 50 Jahren in Deutschland abgeschafft. Heute geht es natürlich um die entsprechende umgekehrten Zielsetzung. Mit nüchterner, selbstsicherer Gelassenheit mit Informatiksystemen umgehen. Ja, ich glaube, dem eine interessante Formulierung, dem, glaube ich, braucht man nichts hinzuzufügen. Das ist, denke ich, gut, trifft es ganz gut, was man sich im Zusammenhang mit Informatik mit Informatiksystemen umgehen kann natürlich Verschiedenes heißen. Als Nutzer, Nutzerin damit umgehen, als Administrator, Administratorin damit umgehen oder als Entwickler, Entwicklerin damit umgehen. Ich denke, dass hier alles davon gemeint ist. Ja, je nachdem, welche Rolle Sie dann später im Berufsleben oder außerhalb des Berufslebens da einnehmen. Gut, ja. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich fühle mich oft eher beherrscht durch die Systeme, als selber die Systeme zu beherrschen. Vielleicht geht es Ihnen anders, vielleicht geht es Ihnen genauso. Aber natürlich muss man immer darum kämpfen, da die Oberhand zu gewinnen. Und da ist sicherlich der Informatikunterricht nicht ganz unwichtig, sehr hilfreich, weil aus verschiedenen nicht nur, dass Sie selber sehen, wie sowas von innen programmiert ist, wie so Sachen von innen aussehen und damit vielleicht eine Idee haben, warum das Software-System so mit Ihnen umgeht, wie es das tut, warum es jetzt nicht das tut, was es soll und was man dagegen vielleicht tun könnte, aber auch, dass Sie eben Denkkonzepte entwickeln, wenn Sie in einer richtigen Programmiersprache programmieren können, dann können Sie hoffentlich auch diese Denkkonzepte übertragen darin, Ihren Fernseher beispielsweise zu programmieren oder Ihre Waschmaschine zu programmieren. So, was sagt die Gesellschaft für Informatik? Also ich halte mich hier schon durchaus ein bisschen an die Struktur in den jeweiligen Quellen, sodass allerdings immer zusammengefasst, so stichwortartig verkürzt, sodass es manchmal wie Sprünge aussieht.
Die Gesellschaft für Informatik sagt etwas Interessantes. Medienziehung und der Vermittlung grundlegender Konzepte im Informatiksystem ist nicht erfüllbar. Das ist insofern interessant, je nachdem, was man unter Medienerziehung eigentlich versteht. Man kann es natürlich voll und ganz nur auf den Content, auf die Inhalte abstellen. Dann ist die Frage, ich meine, Fernseherziehung, da brauchen Sie auch keine elektrotechnischen, fernsehtechnischen, nachrichtentechnischen Grundlagen, nicht? Aber wenn man das ein bisschen mehr ins Technische fasst, und das ist sicherlich sehr sinnvoll, weil Umgang mit sozialen Medien, mit den Möglichkeiten von sozialen Medien beispielsweise, da ist sicherlich die technische Seite, was man da so alles machen kann, mit Teilen und Liken und so weiter und so fort. Mit Datenschutzeinstellungen, mit Öffentlichkeit oder nicht öffentlich Informationen und so weiter, da ist man natürlich schon sehr viel näher dran an dem, wofür man Konzepte von Informatiksystemen zumindest grundlegend verstanden haben müsste, nicht? Welt bilden wir aus? Ja, Informationsflut, brauche ich Ihnen nicht zu sagen, wissen Sie genauso gut wie ich. Arbeitsmarkt, ja, ist sehr weit über Informatik hinaus. Sie brauchen sich bloß so ansehen an der TU Darmstadt oder anderswo die ganzen Bindestrich-Informatik. Hier an der TU Darmstadt haben wir beispielsweise Wirtschaftsinformatik, Computational Engineering, Informationssystemtechnik, Cognitive Science, Joint Bachelor of Arts mit einem Fach Informatik. Habt ihr vielleicht jetzt ein paar noch vergessen. Anderswo haben Sie beispielsweise auch Bioinformatik und Medieninformatik. Ja, also allein schon diese ganzen Bindestrich-Informatiken sind ein großer Teil des Arbeitsmarktes. Und im akademischen Bereich und im nicht-akademischen Bereich, so ein Dreher oder Fräser in der Fabrik wird heutzutage auch nicht mehr selber am Gerät sein und Werkstücke da mühsam per Hand drehen oder also fräsen oder irgend sowas, sondern der wird eher eine CIM-Maschine, Computer Integrated Manufacturing, programmieren wieder, nicht? Also wenn derjenige das nicht gelernt hat, dann muss er das halt on the job dann in der Fabrik lernen, diese Maschine zu programmieren mit seinen Vorkenntnissen aus diesem Gewerk. Wirtschaftliche Bedeutung von Informatik brauchen wir, glaube ich, auch nicht viel darüber zu reden. Also Informatik ist inzwischen überall entscheidend wichtig. Können Sie zum Beispiel daran sehen, dass inzwischen Informatikfirmen Autos verkaufen, wo dann eben der Informatikanteil, die künstliche Intelligenz darin, das entscheidend Wichtige ist, und andere Dinge, die traditionell zentral für Autobau sind, vor allem der Wechsel von Verbrennertechnologie auf elektrische Energie, der dann viel vom traditionellen Autobau dann obsolet machen wird, sodass sich also die Gewichtung verschiebt, dass es eher Sinn macht, dass Informatikfirmen Autos verkaufen. Allgegenwärtig brauche ich Ihnen auch nichts dazu zu sagen, nicht? So, damit sind wir mit diesem Kapitel soweit durch. Ich versuche immer aus jedem dieser Abschnitte in den einzelnen Büchern das, was hier passt in diese Lehrveranstaltung, so wie Sie das hier gewöhnt sind, stichwortartig zu übertragen. Und bin dann damit eben mit diesem Abschnitt durch und möchte anschließend zu einem ganz anderen Thema kommen, Grundfragen des Lernens, wo ich auch zu einem anderen Buch kommen möchte. Also wir haben jetzt so ein bisschen über Lerninhalte gesprochen, was ist Allgemeinbildung, wofür ist Schule insgesamt da, allgemeinbildende Schulen, gut, bei berufsbildenden Schulen ist diese Frage weniger virulent. Dann die Frage, wozu Informatikunterricht, und gucken jetzt hier ein bisschen mehr ins Lernen hinein. Und Funktion der Schule, also wir sind gar nicht so weit weg. Wir hatten eben die Frage, wozu Schulunterricht, und Funktion der Schule ist ja eigentlich, wenn man so will, eine zweite Seite derselben Medaille.
Qualifikation, also ich hatte schon gesagt, so ein bisschen Doppelung wird es geben. Ich sollte noch mal dazu sagen, ich habe ursprünglich versucht, beim ersten Design dieser Lehrveranstaltung habe ich versucht, das Ganze, wie Sie es aus MINT-Fächern kennen, nicht mehr Autoren, Bücher, Quellen, nach Quellen das Ganze zu sortieren und ein Autor nach dem anderen durchzugehen, sondern ich habe versucht, wie Sie das eben kennen, davon zu abstrahieren, ein Gesamtbild zu schaffen, wo dann eben hier und da nur ein Verweis ist. Übrigens, dieser Teilaspekt des Gesamtbildes, da finden Sie da und da die Originalquelle dazu. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, ich bin daran gescheitert und deshalb mache ich das jetzt so weiterhin. Warum bin ich daran gescheitert? Es hat zum Großteil schon beim allgemeinen Verständnis angefangen, dass ein und derselbe Begriff in verschiedenen Quellen verwendet wird und ich mir nicht so richtig sicher bin, wird er gleich verwendet, wird er unterschiedlich verwendet, nicht so richtig präzise definiert, teilweise auch innerhalb einer Quelle war ich mir nicht sicher, ob derselbe Begriff konsistent verwendet wird, auf der anderen Seite für dieselbe Entität, für dieselbe Sache verschiedene Begriffe verwendet, sodass auch wieder nicht richtig klar ist, ist das wirklich exakt dasselbe? Und da kommt man dann irgendwann nicht mehr weiter mit der systematischen Zusammenfassung der einzelnen Quellen. Und deshalb habe ich das irgendwann aufgegeben und das Ergebnis sehen Sie hier. So, also auch so ein bisschen Doppelung dabei. Qualifikation hatten wir schon. Brauchen wir nicht nochmal in der Tiefe durchzugehen. Allokation, Selektion ist sicherlich noch ein wichtiger Punkt, den wir eben beim Herrn Hukwieser nicht hatten, der aber natürlich sehr, sehr zum Tragen kommt. Soziale Chancen und Lebenschancen, also berufliche Chancen, nicht allein schon mal gerade in Deutschland mit der Dreiteilung der weiterführenden Schulen, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, was ja schon mal eine Vorentscheidung über die beruflichen und damit auch privaten Lebenschancen bildet. Denn von den beruflichen Lebenschancen hängen natürlich so Sachen ab wie die Höhe des Einkommens und wo man wohnen wird. Wie weit man angenehm einen Job im Büro haben kann oder stattdessen irgendwo auf der Baustelle bei Regen und Schnee arbeiten muss und so weiter. Ja, das ist natürlich das Ziel und der Wunsch die jeweils Geeigneten. Sozialisation, Integration, Legitimation. Also, das auch eine erziehende Funktion der Schule, die Eingliederung, also die Passung, was heutzutage in Deutschland natürlich weit in den Hintergrund getreten ist, ja. Es geht nicht mehr darum, dass die Schülerinnen und Schüler dazu erzogen werden, ein kleines Rädchen, ein passendes Rädchen im großen Getriebe zu sein. Zum Glück ist auch passt auch nicht auf unsere heutige Welt, auch nicht auf unsere heutige Arbeitswelt mehr, höchstens noch in einigen wenigen Teilen, Bereichen der Arbeitswelt. Aber so generelle Eingliederung natürlich, Teilnahme an der Zivilgesellschaft, am politischen Leben und so weiter und so fort. Ermöglichung des gemeinsamen Lebens eben, ja, dass man sich an Recht und Gesetz hält und vielleicht auch mal ein bisschen höflich ist und so weiter. Rechtfertigung der Gesellschaftsordnung. Das ist natürlich etwas, was Sie in Informatik gar nicht mehr haben, aber beispielsweise natürlich je nachdem, wie es heißt, bei mir hieß es, glaube ich, politische Weltkunde, in der DDR hieß es, glaube ich, Staatsbürgerkunde. Heutzutage gibt es so Fächer wie Politik, Wirtschaft. Und natürlich auch Geschichte ist da sicherlich ein Fach, wo auch das eine große Rolle spielt. Jetzt fallen mir, vielleicht gibt es noch ein paar andere, die mir jetzt gerade nicht einfallen. So, also wenn Sie jetzt Sprünge sehen, dann sind das durchaus Sprünge, die dann auch in den Originalquellen gemacht werden, die hier in dieser stichwortartigen Darstellung natürlich viel stärker auffallen als in den Ursprungsquellen, die ja doch längliche Fließtexte sind. So, lerntheoretische Grundüberlegung. Da möchte ich Ihnen drei Grundüberlegungen vorstellen. Der Behaviorismus stammt aus der Psychologie,
so erste Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr populär geworden, bis tief ins Ende des 20. Jahrhunderts hinein sicherlich, und hat auch heutzutage noch sehr, sehr viele Spuren hinterlassen. Eine grundsätzliche Sichtweise, wie man überhaupt, also es geht ja nicht, es geht eigentlich im Behaviorismus eigentlich nicht nur um Lernen, sondern überhaupt um Verstehen von psychologischen Phänomenen, von Handlungsweisen von Menschen und so weiter. Und hier beim Behaviorismus zieht man sich bei der Frage, was heißt eigentlich verstehen, ziemlich weit zurück. Man versucht nicht zu interpretieren, man versucht nicht so, also man versucht Gedanken zu vermeiden in der Form, naja, diese Person hat jetzt das und das soweit verstanden und gelernt und wird es auch über die Klausur hinaus behalten oder so etwas. Also man versucht, das Innenleben ganz auszuschließen, gar nicht darüber zu reden und schon gar nicht entsprechende Gedanken, Theorien zu entwickeln, sondern nur das, was man wirklich beobachten kann, nur das, was empirisch, man kann es auch objektiv nennen, ist fraglich, deshalb in Anführungszeichen gesetzt, ob man empirisch und objektiv hier gleichsetzen sollte, sind natürlich nicht weit auseinander, empirisch und objektiv. Also dass man also man kann sich das so vorstellen, man denkt sich den Menschen als einen Automaten, der bekommt einen Reiz und reagiert darauf. Und das macht vielleicht noch etwas mit dem Automaten, dass das nächste Mal, wenn er diesen Reiz bekommt, dann ein bisschen anders darauf reagiert als dieses Mal. Das also tatsächlich durchaus auch ein bisschen lernt. Aber wir sollten vermeiden, von sowas wie Lernen zu sprechen, sondern einfach das, was empirisch beobachtbar ist, ins Auge zu fassen, nämlich, dass sich die Reaktion auf den Reiz von Mal zu Mal in eine bestimmte Richtung typischerweise ändert. Und das kann man so mehr oder weniger, Skinner ist auch überhaupt der Fred Skinner, der Vordenker des Behaviorismus in der Psychologie, und so auch hier beim Thema Lernen. Dass wir tatsächlich, also der Begriff wurde geprägt, lange bevor es Informatik gab, dass man da tatsächlich irgendwie vom programmierten Lernen sprechen kann, was jetzt aber nichts Dramatisches eigentlich ist, sondern dass man eben versucht, möglichst alles niederzubrechen, dass Reizreaktionsmuster beobachtbar sind. Und je kleiner die Untereinheiten sind, umso reiner sind natürlich die einzelnen Reizreaktionsmuster. Und die können dann eben entsprechend beobachtet werden. Und das sollte die Grundlage sein aller Überlegungen, wie man Unterricht verbessern kann. So, und das ist ganz, ganz zentral bei der ganzen Theorie, belohnen und bestrafen. Ob es jetzt eine Belohnung ist, zur nächsten Aufgabe gehen zu dürfen, das hängt natürlich ganz konkret von der Situation ab. In Wahlveranstaltungen, wie sie ja in Informatik in Hessen typisch sind, ist es vielleicht zumindest für die Cracks eine Belohnung, wenn sie schnell waren, dass sie dann die nächste Aufgabe machen dürfen. Bei Rechenaufgaben in einem Pflichtfach Mathematik in der Grundschule ist es vielleicht nur eine bedingte Belohnung. So, das ist der Behaviorismus. Davon grenzt sich der Kognitivismus ab als eine Antwort auf den Behaviorismus. Natürlich ist jede dieser lerntheoretischen Grundüberlegungen massiv unperfekt. Ja. Massiv mangelhaft. Im Grunde kann man sagen, mangelhaft. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass dann verschiedene Grundüberlegungen gegeneinander gestellt werden. Und eben haben wir die erste gesehen, Behaviorismus. Jetzt die zweite, Kognitivismus. Ja, eben beim Behaviorismus war der Lernende sozusagen doch nicht passiv, denn der Lernende sollte ja schon die Aufgaben selber lösen, aber im Prinzip gefangen in so einem Reizreaktionsmuster von einer kleinen Einheit zur nächsten, immer darin sozusagen einen Schritt weiter zu gehen, in dem Sinne passiv. Während hier
man eher von einer aktiveren Rolle ausgeht und eben auch das Mehr in den Vordergrund stellt, eben, was ich eben gesagt habe, wenn eine Person zweimal denselben Reiz bekommt, dann wird die Reaktion sich ändern. Beziehungsweise jetzt werden wir auch tatsächlich vom Behaviorismus wegkommen müssen, wenn wir jetzt so weiterdenken, wie Sie es hier sehen. Jetzt werden wir in den Kopf sozusagen hineinschauen müssen, uns überlegen müssen, was würde, also ein Modell haben müssen, was passiert denn da im Kopf? Und eben dass nicht nur von Reiz zu Reiz die Reaktion sich ändert, sondern dass die Reaktion sich auch davon abhängt, was es bisher so in dem Kopf dieser Person überhaupt so gegeben hat. Sei es durch genetische Disposition, sei es durch viele, viele Reize, der die Person im Laufe ihres Lebens inklusive vorgeburtlichen Lebens ausgesetzt war. Das wird dort in diesem Bereich Assimilation genannt, dass auf der einen Seite das Neue versucht wird einzuordnen in das Alte. Ja, wir versuchen mit FOPBOT dass sie das Programmieren einordnen können in ihre Weltvorstellungen beispielsweise. Oder wir versuchen beim Thema Vorschleife das anzugleichen, dass sie das einordnen können mit Weilschleife und so weiter. Aber natürlich wird nicht nur das Neue an das Alte angeglichen, sondern das Alte, die Vorstellung von dem Alten ändert sich dabei natürlich auch regelmäßig. Eine Stufe weiter, dass das vorhandene Konzept nicht mehr passt auf die neuen Informationen, auf die neuen Erkenntnisse und dass sie dieses vorhandene Konzept dann ersetzen müssen, dann entsprechend durch ein neues Konzept. Zum Beispiel, wir fangen an in Java mit primitiven Datentypen, könnte man sich ja vorstellen. Dann haben sie ein Konzept entwickelt, dass da jede Speicherstelle einen Namen und einen Inhalt gibt. Der Name bleibt immer derselbe, der Name der Variable. Und wenn es eine Variable und keine Konstante ist, kann der Inhalt jederzeit überschrieben werden. Dann haben Sie dieses Konzept erstmal im Kopf. Und wenn wir dann Referenztypen einbringen, dann müssen Sie dieses Konzept anpassen oder sogar ganz dann ersetzen durch ein Konzept, in das auch dann die Referenztypen an die Referenzsemantik hineinpasst. So, eine Stufe noch weiter gegenüber dem Kognitivismus geht der Konstruktivismus, wo man jetzt wirklich den Schwerpunkt ganz so, mehr oder weniger, wenn man so will, auf die Innenwelt, also genau das Gegenteil vom Behaviorismus. Den Kognitivismus kann man so ein bisschen in der Mitte sehen zwischen beiden. Hier sind wir sozusagen im Gegenteil vom Behaviorismus drin, dass der Ausgangspunkt ist, was eigentlich mutmaßlich, also unser Bild davon, was da wohl im Kopf der Lernenden vorhanden ist und natürlich durch immer neue Reize sich ändert. Und Betonung dann eben auf Selbststeuerung. Also Sie sehen, von jedem dieser Denkansätze kann man dann eben ableiten, welche Art von Lernansätzen fremdgesteuert bis selbstgesteuert da sinnvoll erscheinen mag. Aber natürlich ist es so, Selbststeuerung, das erfordert natürlich schon, dass sie nicht am Anfang eines Themas sind. Also Selbststeuerung, Konstruktivismus, das würde man vielleicht eher, diese Sichtweise würde vielleicht eher, man vielleicht eher einnehmen, in Informatikunterricht, wenn es in Richtung Projektunterricht oder Ähnliches geht, und weniger, wenn Sie Ihre ersten Schritte in Richtung Schleifen und Verzweigungen, Variable und so weiter machen. Wo Sie dann eben als Lehrkraft auch ein bisschen zurückstehen. Gut, noch ein Schritt weiter, Problemorientierung im Unterricht. Also Sie sehen, wir haben schon eine gewisse Doppelung, denn wir hatten ja auch mal problemorientierten Unterricht
Probleme versus Aufgaben hatten wir schon mal im ersten Kapitel. Jetzt haben wir hier nochmal aus dieser Sichtweise, also ich bitte um Nachsicht, dass es hin und wieder mal kleine Doppelungen gibt. Der Unterschied zwischen einem Problem und einer Aufgabe. Eine Aufgabe ist zum Beispiel, eine Funktion zu differenzieren. Wenn es jetzt darum geht, eine Funktion zu integrieren, also die Stammfunktion zu finden, und dann hängt es natürlich vom Schwierigkeitsgrad ab, ob das noch eine Aufgabe oder ob das schon ein Problem ist. Ja. Typischerweise in der Schule beim Finden von Stammfunktionen haben Sie ja, können Sie ja durch scharfes Hinsehen schon mal genau gucken, aha, das ist wahrscheinlich Integration durch Substitution, aha, das hingegen ist wahrscheinlich partielle Integration. Dann sind wir eher bei einer Aufgabe als bei einem Problem. Aber wenn Sie jetzt eine Stammfunktion haben, wo Sie wirklich nicht durch so einfaches, scharfes Hinsehen feststellen können, wie Sie daran gehen können, wo Sie dann wirklich ein bisschen Fantasie walten lassen müssen, ein bisschen hin und her probieren müssen, auch mal in Sackgassen reinrennen und nochmal von vorne anfangen und so weiter, dann haben wir sicherlich eher mit einem Problem zu tun. In Informatik natürlich, eine Aufgabe wäre eben, schreiben Sie eine Schleife, die, also für jemanden, der schon mal ein bisschen Vorwissen hat, wäre es sicherlich nur eine Aufgabe und kein Problem, zu sagen, schreiben Sie eine Schleife, die Werte in einem Int-Array zusammenaddiert. Für jemanden, der noch gar nicht, gerade mal Arrays und Schleifen gesehen hat, aber noch keinen Zusammenhang zwischen Arrays und Schleifen, wäre das vielleicht sogar ein Problem, wenn man ihnen kein Beispiel für solche Art von kleinen Algorithmen gibt. Aber Problem wäre dann beispielsweise, schreiben Sie in Excel ein Bibliotheksverwaltungssystem. Das ist sicherlich mehr als nur eine Aufgabe, nicht routinemäßig. Sie müssen sich ja viele Gedanken machen, was für Tabellen, mit was für Spalten Sie da entwickeln wollen. So, und da kann man verschiedene Stufen unterscheiden, löst ein eigenes Problem und reflektiert einfach so. Das sollte bei Ihnen auf jeden Fall beispielsweise das kleine 1x1 sein. Mit bewusster Lernabsicht, also zum Beispiel in der Schule, dass ein Problem gelöst wird, nicht mit der Zielsetzung, dieses Problem zu lösen, sondern anhand dessen etwas zu lernen, beziehungsweise entweder von dem Lernenden selbst ausgehend oder von der Lehrkraft ausgehend. Und das passt dann sicherlich gut zu dem, was wir eben als letzten Punkt hatten, konstruktivistisch. Ja, wir hatten schon mal allgemeine Problemlösungsstrategien am Ende des letzten Kapitels, als es um Programmieren ging. Sie erinnern sich Top-Down, Bottom-Up. Natürlich wäre es immer wünschenswert, für alle möglichen Problemstellungen der Welt allgemeine Problemlösungsstrategien zu haben, die man dann auch verwenden könnte zur Kommunikation, dass man sagt, okay, das hier ist Top-Down entwickelt, zuerst das, dann das, dann das, nicht? Oder auch im Team dann zusammen zu entwickeln. Wir machen das Top-Down. Das ist das die Gesamtaufgabe zerlegen wir in die Teilaufgaben A, B, C. Du machst A, ich mach B, du machst C. Oder solche Sachen. Allerdings haben wir da schon gesagt, Kochrezepte in dem Sinne wird man nicht bekommen können. Zum Beispiel hier Top-Down oder Bottom-Up hatten wir da schon. So, jetzt kann man nochmal Projektmethode, projektorientierter Unterricht, hatten wir schon mal in der Kapitel 1 in der Sammlung der üblichen verschiedenen Formen des Unterrichts. Und jetzt gucken wir hier, wir sind jetzt bei Projektunterricht, jetzt gucken wir hier nochmal von der Seite aus an. Eigenständige Unterrichtsform offensichtlich, ja, deutlich was anderes als Frontalunterricht. Und die typische Situation ist oder sollte sein eine fächerübergreifende Thematik. Da bietet sich das natürlich in Informatik immer an, dass wir eine Software oder auch meinetwegen eine Excel-Datei basteln für eine Anwendung in einem anderen Gebiet,
Bibliothek etwa, ja gut, okay, das ist sicherlich keine so großen Bezüge zum Deutschunterricht, aber man könnte sich da eben entsprechend auch Sachen vorstellen. Trotzdem in einem Hauptfach angesiedelt. Ja, Sie können ja zum Beispiel auch Projekte im Geschichtsunterricht haben, fächerübergreifend, beispielsweise Geschichte der TU Darmstadt als technische Hochschule mit Ingenieursfächern und so weiter, wäre dann aber immer noch primär im Hauptfach Geschichte angesiedelt. Bei uns hätten wir wahrscheinlich typischerweise Projekte, die im Hauptfach Informatik angesiedelt sind. Natürlich wird man im Projektunterricht nicht alles machen können, was man typischerweise in einem echten Projekt in der Industrie oder in der Wirtschaft oder anderswo machen wird oder machen muss, sondern nur bestimmte Aspekte. Und natürlich hat die Projektmethode darüber hinaus die entsprechende Zielsetzung, berufliche Situation schon mal einzuüben, was der Professionalisierung der Berufsausbildung dient, dass sie eben nicht nur Fachwissen haben, sondern dass sie auch professionell in ihrem Berufsbereich agieren und interagieren können. So, davon abgegrenzt handlungsorientierter Unterricht, was heißt das? Tätiger Umgang mit Gegenständen. Ja gut, jetzt kann man sich fragen, was heißt das für Informatik? Es kann heißen, mit dem Rechner umgehen. Es kann auch heißen, mit einer Programmiersprache umgehen oder mit einem Tool, in dem Sie Roboter programmieren, in einer Programmiersprache und so weiter. In sozialen Rollen auch. Da sind wir ja beispielsweise beim Projektunterricht wieder, wo Sie ja dann soziale Rollen einnehmen, Ihre Schülerinnen und Schüler nehmen sozialen Rollen ein. Auf symbolisch-geistiger Ebene natürlich, das ist geradezu prädestiniert hier Informatik neben der Mathematik, dass wir auf symbolisch-geistiger Ebene sind. Gut. Zu diesem Thema, ich denke, ja, hier haben wir eine gute Zäsur. Die Zeit ist auch weitgehend um. Dann möchte ich hier die Vorlesung beschließen und die Aufnahme stoppen.